Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Xenoblade Chronicles. Verzeiht mir, dass ich in letzter Zeit nicht viel davon hochladen konnte, denn ich hatte keine Zeit zum Aufnehmen. Well, shit happens, aber wie der Zufall es nun mal will, habe ich jetzt gerade Zeit, also werden wir jetzt eine Rutschpartie machen. Ob ich jetzt angegriffen werde oder nicht, ist mir egal. Hier ist keine Rutschpartie. So, rein. Meine ganzen Träume und Hoffnungen wurden gerade in diesem Moment zerschmettert. Warum beginnt eigentlich jeder Part, den ich hier mache, damit, dass ich tatsächlich, ich sage mal, Probleme habe? Nicht die größten Probleme, aber es ist für mich ja schon ein kleines Problem, dass ich nicht einfach das haben darf, was ich gerne hätte. In dem Fall eine Rutschpartie. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben mal einfach Dunbar mit in die Gruppe genommen, warum auch nicht. Jetzt stehe ich hier und lasse die Melia raushängen. Wer damit auch. Alles beschwören, um alles zu werfen. Woo! Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, er wäre tot, aber nein, wir gucken uns doch an, dass er einen Tornado-Dreher machen würde. Wenn er nicht eh schon so gut wie tot wäre. Naja. Zählt aber theoretisch zum Achievement dazu. Das würde ich nicht überleben. Na, ist ja wieder typisch. Egal. Ich hätte den Part auch ein bisschen woanders angefangen ursprünglich, aber wie es der Zufall so wollte, wurde ich von Gegnern überrannt und das war dann nicht ganz so toll. Aber ist okay. Jetzt laufen wir eben gemeinsam den restlichen Weg hinab. Langsam. Ich hatte nämlich die da alle herausgefordert, aber das ging dann so auf Dauer ziemlich in die Hose. Aber es waren dann auch 6 Gegner oder sowas um den Dreh. Ob das jetzt zu meiner Verteidigung genügt, weiß ich nicht, aber es waren dann 6 Gegner gleichzeitig. Das hat dann halt ein bisschen übel mit reingehauen. Also alle landen vernünftig, außer Melia. Melia fällt auf die Schnauze. Sad Face. Ist das eine Ruine? Nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, wieso ich da eine Ruine raussehe. Blöpp. Aber soll mir egal sein. Ich weiß nicht mal, warum ich da eine Ruine rausgesehen habe. Wahrscheinlich wegen der Wand. Ich weiß auch nicht, warum ich aus der Wand da eine Ruine gesehen habe, aber naja, ich habe halt eine Ruine rausgesehen, meine Güte. Kriecher ist da. Nun, warum nicht? Wir haben zumindest noch nie gegen so ein Ding gekämpft, also machen wir das mal. Es ist natürlich extrem süß anzusehen, wie meine ganzen Leute dahin rennen und ihn dann erstmal attackieren. Na toll, er hat eine Barriere aufgestellt. Sehr schön. Das ist natürlich auch schon wieder nervig im Prinzip. Besonders wenn alle diese Barriere sich aufstellen. Aber na gut. Okay, gucken wir mal, was passiert. Mir reicht es ja prinzipiell schon, wenn wir jetzt einen davon erledigen, denn dann hat es sich ja insofern zumindest ein bisschen gelohnt. Dann ist nämlich einer erledigt und ich habe zumindest auf meiner Liste stehen, habe ich erledigt. Nicht, dass ich eine Liste dafür hätte, aber wäre ja auch mal ganz interessant. Ja, so viel dazu. Wobei er dann natürlich was anderes Komisches machen will, aber das ist mir dann auch egal. Ja, er ist Dunban. Greift ihn an, wenn ihr es euch traut. Geh weg. Könnten wir ja, wenn Dunban nicht tot wäre. Au. So. Genau, Dunban. Du bist doch sonst kein Weichei und bist am Sterben. Also wirklich. Lass mich meine
Aura machen? Danke. Während ich hier kämpfe, tauchen da zwei neue auf. Ernsthaft? Da muss ich jetzt aber die toll finden, ne? Hieropon, immer very cool. Könntest du mal mich in Ruhe lassen, verdammt noch eins. Ich tue ihm ja nicht mal was. Nicht mehr. Zugegeben. Vorher ja, jetzt nicht mehr, aber meine Güte. Das ist uncool. Ich hoffe, das weißt du auch. Du Riesending. Man prügelt keine kleinen Ladies. Au. Naja. Noch leben wir so halb. Da kommt aber der nächste, das finde ich jetzt auch wieder. Ja, da leckt mich doch einer am Arsch hier. Au. So, Ricky belebt mich wieder, das ist schön und jetzt rennen wir. Also ehrlich. Ist ja ganz toll, dass hier so viele von denen sind, aber irgendwann würde ich auch gerne damit aufhören. Sie geben gute Erfahrungspunkte, das ist nicht das Problem. Ich würde die sogar hinterher farmen. Theoretisch mal. Aber nicht jetzt. Was, brauche ich mehr Lebensrahmen? Naja, wahrscheinlich nicht. Istal-Eisscherbe. Zwei Stück für Pepino. Pepino und N sicher glücklich, ja. Ganz bestimmt, irgendwann mal. In, naja, der Zukunft natürlich. Naja, interessant. Was es hier so für Gegner gibt. Na, den da zum Beispiel. Den könnte ich wieder nehmen, weil er zumindest alleine da ist. Aber nicht jetzt. Wobei ich mir dann demnächst mal wieder die Zeit nehmen sollte, ob ich jetzt Sidequests aufnehme, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Zeit nehmen sollte, um ein paar Quests zu erledigen. Und seien es halt die typischen, erledige mal bitte das Monster da, das sind so Sachen, die ich natürlich nicht mehr aufnehme, weil das, naja, das ist nicht sonderlich interessant, glaube ich. Ich glaube nicht, dass jeder sagt, yo, das ist so eine Sidequest, die muss ich sehen, wie du das und das Monster da besiegst. Küstenvisoren. Ja, mit euch habe ich mich auch schon geprügelt, meine ich. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal weiterkommen, um das Schwert halt zu sehen. Bin ich ganz ehrlich, ist jetzt so auf meiner Agenda-Liste relativ weit oben. Ich möchte das Schwerttal sehen. Und es hieß, ich soll mal Dunban mitnehmen für eine Extra-Szene oder so ähnlich. Weiß es nicht genau, aber hab ich da mal nachgerichtet. Thatmekron! It is you. Hey, that's Fiora! Young heir to the Monado. We meet again. Fiora! Fiora? Is that my name? Then you... you know this body? So it's true. You really don't remember us at all. Fiora, listen! If nothing else, you must remember your family. That's Dunban over there. Family? There is family. Wielder of the Monado. There is a matter I must speak to you about. Fiora! What was that? Das war natürlich jetzt auch gut. Oh yeah, stimmt. Da war was. Stay alert! You killed my father! Get him! Get away from her! Now, now, let's all calm down. If I slip, I might mess up her hair. You! You're disgusting! Would you be so kind and hand over that dangerous toy you have?
I could take it after I smash you all to a pulp. But we wouldn't want that, would we? All right. You can have it. But only if you let her go. There's a good boy. Always eager to please, Shulk. But you're... How's it going, Dunban? Is that... Dürfen wir ihn jetzt so verprügeln? Geht das überhaupt? Munkar! I thought it might be. But... You're to blame for all this. I can't tell you how badly I wanted this sword. Has this puny boy even figured out how it works yet? What are you willing to do? Would you even kill a Homs to beat us? You dare ask that of us? Why did you betray us to Mekonis? Why did you kill our friends at the colony? Why? You wanna know? Because it's your home. You piece of... Wenn das Ding kann alleine funktionieren, wozu dann die Menschen? What the fuck? That thing works by remote. So, unless you want me to put a hole in her neck... So what's it to be, weaklings? Grovel at my feet and beg? We will not bow to you! Will you hit bad guy in face? You'll pay for that, princess! You're a traitor, Munkar! Oh god! And you're not getting away! Ah, ich liebe einfach Rickys Sprüche. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Gruppe behalten will, so. Ich bin darauf nicht vorbereitet. Ich probiere es einfach mal damit. Geh weg. Ich kann ja scheinbar eh nicht verletzen. Toll, ist ja wieder klasse. Ja, doch, wenn er liegt, kann ich ihn verletzen. Super. Also muss ich darauf hoffen, dass sie ihn umwerfen? Ernsthaft? Oh, nö. Das ist ja reichlich unpraktisch irgendwie. Also, das hat ja nicht unbedingt funktioniert, ne? Ich glaube, ich hätte eine andere Gruppe nehmen sollen. Eine, wo ich den umwerfen kann. Aber woher sollte ich jetzt wissen, dass man den nicht umwerfen kann, vernünftig? Mal ernsthaft, erklärt mir das mal. Woher hätte ich jetzt wissen sollen, dass ich ihn umwerfen muss, irgendwie? Das ist okay. Ja, wie ist das jetzt? Jetzt hat er nur eine Schwäche gegen Äther-Gedöns oder wie ist das? Ich nix verstehe. Aha, dann brenne ich. Gut, schön. Das ist trotzdem irgendwie... Ist schon ätzend. Muss ich sagen, also hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich eine andere Gruppe genommen. Naja. Oh, das ist ein Kampf, den ich doch nicht gewinnen soll. Ach, was weiß ich. Okay. Hat das Spiel jetzt gemerkt, er dauert zu lange, der hat mit der Gruppe keine Chance. Wechseln. Was war das jetzt?
I do not understand. Das ist meine Umwerftruppe. Da weiß ich zumindest, dass es funktioniert. Wobei ja Shulk eigentlich wiederum nicht physisch angreifen. Was heißt physisch angreifen? Ja, doch, physisch angreifen kann. Nein, ich verstehe es nicht. Egal! Probieren wir das jetzt noch. Obwohl, doch, ich durfte irgendwie Homs jetzt attackieren mit dem Ding, ne? Beziehungsweise theoretisch, ich durfte Eisengesicht attackieren. Müsste ich ihn ja auch attackieren können. Ach, ich verstehe es nicht. Also, ich mache ihm auf jeden Fall Schaden damit, so. Also. Das soll man nochmal irgendwie verstehen. Also, ich verstehe es zumindest gerade nicht. Ich warte jetzt einfach nur darauf, dass sie ihn mal wieder umwerfen. Das wäre schön. Sehr schön. Nur, dass er mir jetzt halt ziemlich viel Schaden zufügt. Ist ja auch wieder toll. Lebt mich mal wieder, Leute. Danke. Nein, ja. Trotzdem, diesen plötzlichen Reset habe ich jetzt wirklich nicht verstanden. Das muss ich allerdings echt zugeben. Ich meine, wir sind trotzdem an dem Punkt, wo ich sage, mit dem Team gerade hätte ich keine Chance gehabt, weil ich ihn einfach nicht umwerfen konnte. Aber ich weiß auch nicht, ob ich hiermit gewinnen kann, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin trotzdem zu schwach. Interessanterweise. Ha! Muss ich doch leveln gehen. Aber wie gesagt, ich verstehe es nicht ganz genau. Ich mach einfach. Also irgendwie wird das schon und oder auch nicht. Wir werden sehen. Ups. Ich wollte jetzt nicht extra Schaden gegen Mekons machen, aber passt schon. Es wäre natürlich schön, wenn meine Technik schneller aufladen würde. Muss ich zugeben, aber naja gut. Mach mal was gegen den. Danke, dann nicht. Ryan, Wiederbelebung. Wiederbelebung ist gut. Meine Güte. Der Kampf sagt mir schon förmlich aus, ja, ich sollte definitiv meine, ja, ich sage mal, Sidequest-Ignorierung ein bisschen wieder überdenken. Aber das kriege ich schon irgendwie auf die Reihe. Irgendwann irgendwie irgendwo. Massaker-Lotus, aha. Ah nein, 189 Schaden. Nein! Das ist voll okay, Leute. Das ist voll okay. Er ist Dunban. Ja, Mann von wenigen Worten. Was jetzt? Das hat jetzt wieder zu lange, oder? Ist das... Ja, das ist so ein... Okay. You fought beside me! Assault Valley! Why did you change sides? Why the Mekon? You're as blind as you were then! I've wanted you dead for years!
das die Extra? What's happening? Is the Bionis moving? I wanted to get to Monado so I could be the new hero. Is that it? That's the pure reason you killed all those innocent people. Ravaged our home. I love this body. The power. Advance, you'll never win! Get on your knees and worship me! Never. I will strike you down and all that you have become, you wretched fool. The Monado will stop you, and then you will know the shame of all that you have done, traitor! Shut your mouth and come on! Natürlich bewegt sich Bionis nicht unbedingt. Es ist auf einmal nur eine Lawine. Dann ein paar tausend Bronzegesichter. Das ist ja sehr beruhigend. That light. Goldgesicht? What the? Sag ich doch. It's not like the other Mekon. Er hat einen Schwanz. You are ja. Right. Heir to the Monado. This is the strongest Mekon ever built. Controlled by me, Egil, leader of Mekonis, an agent of Maynef. Leader of Mekonis? So you're the one who controls the Mekon? I am he. We fight to free the world from the tyranny of the Bionis. Why? Why do you trap Homs in machines? What do you want from us? Why make us fight for you? Your questions do not concern me. I must return with this one. Fiora! Get your hands off her! Fiora! If you want her, come and get her. You are more than welcome on Mekonis. Come and visit any time, Dunban! Munka! We're coming! And we won't give up! Also, das ist auf jeden Fall spannend. Monado, Sword of the Bionis. We will meet you on the battlefield. Fiora! The Scheiß! We will find you! Aber vielleicht wird mir ja nochmal im Anschluss klar, warum der eine Kampf mit Melia abgebrochen wurde. Ich meine, wie gesagt, ich habe da jetzt nicht eine Chance gesehen oder so, deswegen ist das schon okay gewesen, aber... Und da ich nicht weiß, ob hier direkt eine Cutscene nachspielt, warte ich eben einen Moment. Ist ja immerhin ein Kapitelende. War ja klar. Fiora. Shulk. Jeez. So viel zum Hinterherlaufen. Get it together, Shulk. We ain't got time to be hanging around here. I don't know what's happened to her, but that was Fiora. No doubt about it. You know what that means? She ain't dead. We gotta get her back. Get her back. Right. We've come too far to give up now. Then we'll go to Mekonis and find Fiora. Just beyond there lies Sword Valley. The Mekon flew in the direction of Galahad Fortress. Fiora may be there. Will you pursue, Shulk? Yes, we will get Fiora back. Ich und mein Rollkragenpulli haben sie geschworen. Gut, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich diesen Kampf auch noch hinter mich gekriegt habe. Wird wohl demnächst Zeit, dass ich mich wieder ein bisschen um Sidequesting kümmere. Wobei ich da halt auch natürlich nur wieder das Interessanteste raussuche. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen und tschüss.